Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Destiny, König der Besessenen. Wir machen jetzt weiter. Und zwar mit der nächsten Mission. Ein Aufblitzen in der Finsternis. Los geht's. Ansonsten erstmal an dieser Stelle Dankeschön für euer Feedback. Auch direkt schon ein, zwei Tipps rausgehauen, weil es gibt anscheinend einige unter euch, die jetzt schon den DLC durchgezockt haben. Das heißt, entweder seid ihr unnormale Suchtis oder der DLC, das Add-on, ist nicht so lang, wie ich denke. Mal sehen, was von beiden stimmt. Vielleicht ist es auch eine Kombination aus beidem, wer weiß. Ja, ansonsten, wie gesagt, danke fürs Feedback, für die Leute, die die Videos liken. In Part 2 ist zwar unnormal wieder krass eingebrochen, aber... Ich weiß gar nicht warum, was aber bedeutet ja, ist es, halt so. Ein Warlock zu sein? Macht. Nur Warlocks kennen wahre Macht. Wahre Macht liegt im Wissen, im Verstehen. Kraft kanalisieren, statt kontrollieren. Der Sturm ist rohe Kraft und die Trance ist wahres Verstehen. Beides ist erforderlich. Die Sturmbeschwörer sind also gleichzeitig Frage und Antwort. Und das bedeutet es, ein Warlock zu sein. Meine Verborgenen haben einen mächtigen Vex, einen Konduktivgeist unter den Ruinen von Freistadt entdeckt. Er besitzt die Arkusquelle, die du brauchst. Finde ihn. Wird nicht einfach sein. In den Tunneln von Freistadt wimmelt es nur so von Vex. Gut. Stürme entstehen aus Konflikten. Du musst auch treffen, Junge. Du musst auch treffen. Sag mal, ich dachte, wir kommen in neue Gebiete, aber das ist ja schon wieder hier oldschool. Das kennen wir ja schon alles. Boah, ich hasse diese Hobgoblins. Ich hasse die. Ich hasse euch! Alter, was ist denn hier los? Warum hab ich schon wieder keine Munition mehr, Alter? Und was geht hier ab? Warum hauen die mir so krass rein, wenn die Level 17 sind? Ist doch... Na, verarsche ist es doch. Ich glaube, die war gar nicht so schlecht. So. Hallo. Ich probiere die mal aus hier. Alles klar. Genau das Falsche gewählt. Warum funktioniert die nicht gegen die? Okay, dann nehme ich wieder die Waffe vom letzten Mal. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Hobgoblins. Achso, das war nur das Schild, das widerstehen. Ja, gut, alles klar. Kein Problem. Warum, Leute? Warum sind die stärker als die letzten Gegner in der letzten Mission? Die Level 25 waren. Kann mir das jemand erklären, wie das eigentlich hier gerechnet wird? Ich habe es bis heute nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ist alles irgendwie ein bisschen uncool bei Rollenspielen, wenn Gegner kommen, die einfach mal... Ja, 16 Level unter dir sind und dir trotzdem noch so gut geben können. Es ist einfach, naja, nicht so nice. Schrecke nicht vor der Dunkelheit zurück, Hüter. Achso, ja, genau, bevor ich das vergesse.
Schön, dass er so leuchtet, ey. Wo bist du? Wo ist der Kollege jetzt? Laterne, Laterne. Schon wieder ein grünes Engramm. Bin immer gespannt, ob jetzt wirklich jedes grüne Engramm eine bessere Waffe hergibt. Einer hatte mir in den letzten Part geschrieben, dass das eine grüne, was ich hatte, ein Engramm der Täuschung war. Und es dementsprechend zwar grün sein kann, aber trotzdem was Besseres in Wahrheit ist. So, in dem Sinne habe ich es verstanden. Ja, mal gucken, ne? Bin ich hier richtig noch? Ja. Ist deine ganze Armee. Du musst es überwinden. Sie wollen dich davon abhalten, zu ihrem Meister zu gelangen. Irgendwie verständlich. Trotzdem muss ich es machen, Mann. Jo, Jungs, alles klar. Erst boxt ihr euch gegenseitig und jetzt komme ich hier reingesteppt und alle gehen auf mich. Ist klar. Ist wieder logisch hier. Ach, der war ja noch nicht fertig mit Nachladen. Ich wollte voll den übel coolen Move machen. So in etwa. Hat nicht ganz funktioniert. Dich da hinten nicht. Ikora, diese Konstrukte sind komplett mit Arkus-Energie aufgeladen. Die ganze Gegend hier ist davon gesättigt. Gut. Mache den Konduktivgeist ausfindig. Du bist erst fertig, wenn sein Arkus dir gehört. Sag mal, Leute, auch eine Frage von mir. Vielleicht wisst ihr ja auch da Bescheid. Kann man hier irgendwie großartig Sachen verpassen? Also liegen hier vielleicht irgendwo in Ecken Kisten versteckt oder sowas? Oder gibt es Geheimwege etc.? Weil, ja, ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ob es hier irgendwie neue Kisten gibt, die versteckt sind oder so. Dass man irgendwie Sachen einsammeln kann, abseits des normalen Weges. Also, wenn ihr da Bescheid wisst, haut es auch gerne mal in die Kommentare. Dementsprechend könnte ich mich dann versuchen, ein bisschen besser umzusehen. Aber wenn es wieder nicht der Fall ist, dass man irgendwie großartig was abseits findet, dann, na gut. Wisst ihr Bescheid. Automatik-Scout-Gewehr. Direkt weg damit. Spiele ich überhaupt nicht. Kein Bock auf sowas.
Ja, die Waffe soll laut euren Aussagen ziemlich krass sein, aber naja, also gerade eben. Ja, also die kann krass sein, aber sie spielt sich für mich nicht gut. Also mir macht es keinen Spaß, mit der Pistole durch die Gegend zu laufen. Ist ja auch immer so ein Ding. Man kann mir auch eine heftige Einschusswaffe geben, trotzdem macht es mir keinen Bock, die zu zocken, weil Einschuss, ja, mag ich halt einfach nicht. Aber wenn ihr schreibt, die soll richtig krass sein mit diesem flächendeckenden Schaden oder diesem giftigen Schaden, dann glaube ich euch das auf jeden Fall. Aber, ja. Wie gesagt, es muss ja auch Spaß machen, mit dir zu zocken. Plus, vielleicht nicht unbedingt in diesem Gebiet gegen diese Gegner. Aber hier, ja, wie gesagt, muss ja auch einfach Bock machen. Und so ein Einschuss-Revolver-artiges Ding oder sowas, das ist jetzt nicht so mein Ding, wo ich Bock drauf habe. Also wenn dir jemand will, aber das geht ja gar nicht, man kann ja gar nicht traden. Oder? Geht es mittlerweile? Ich glaube nicht, oder? Sterben Sie bitte, sterben Sie doch einfach bitte. Da liegt was Lilanes, aber es ist nur Munition. Ah, schade. Schade aber auch. Ich hab schon fast gedacht. Ne, eigentlich nicht. Jetzt spring doch! Mann, ey. Jetzt mal ohne Scheiß, ich dachte echt, wir sind irgendwie in ganz neuen Gebieten unterwegs, oder kommt das noch alles, Leute? Weil hier wieder durch die Schächte zu laufen, das kennen wir jetzt mittlerweile. Auch wenn es jetzt vielleicht wieder mal eine kleine Abzweigung gibt, die vorher nicht offen war oder sowas. Aber, ja. Stirb. Solo-Stamm. Okay. Das ist wieder nur Munition. Ich glaube auch irgendwie nicht, dass ich irgendwas Lilanes gedroppt bekomme. Bei meinem Drop-Glück. Wenn es hier unten nicht noch einen Todesroboter gibt, der von Blitzen angetrieben wird, dann muss das der Konduktivgeist sein. Beruhigt dich, Tyrion. Er ist voll aufgeregt, habt ihr es gehört? Richtig Angst um mich. Wir haben den Konduktivgeist neutralisiert. Ich hoffe, dass du aus deiner Niederlage gelernt hast. Dann wollen wir dir mal beibringen, wie man Blitze benutzt. Wuhu! Endlich! Das wird geil. Jetzt krieg ich doch meine Unterklasse, oder? Meine neue. Und Blitze ist immer geil, Mensch. Blitze schleudern ist super geil. Ich freue mich! Keine Prämien? Ja, danke schön. Danke aber auch.
Okay, was ist jetzt? Wir fliegen direkt weiter, oder wie? Ja, anscheinend. Mars. Die Vex kriechen über seine Oberfläche auf der Suche nach seltenen Arkusstürmen. Sie baden darin wie in heißen Quellen. Wir haben einen an der entfernten Außengrenze entdeckt. Wenn du lernen willst, wie man den Sturm herbeiruft oder sich in Trance versetzt, dann musst du gehen. Nichts soll dir im Weg stehen. Finde einen Weg, um deinen Verstand zu leeren, Hüter. Damit beginnt jeder Sturmbeschwörer. Ach so, jetzt kommt die Mission, wo wir das freischalten können. Okay. Warte mal, das ist doch die Multiplayer-Map. Sag nicht jetzt, die Multiplayer-Maps werden jetzt nochmal als Missionsorte verwurstet, oder? Ernsthaft jetzt? Das wäre ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Sag, kriegst du Panzerschelle! Panzerschelle Deluxe! So. Wo soll ich denn lang jetzt? Hier. Was können die neuen Sachen eigentlich? Ja, die haben mehr Verteidigung, aber... Ja, meine Boni sind halt auch ganz nice. Wie level ich die eigentlich auf? Wieder nur durch Benutzung? Wahrscheinlich, ne? Na gut. Alter, was macht ihr da unten? Zu blöde zum Treffen. Ich bin so blöde zum Treffen. Bist du es, Tor? Der Sturm wurde auf dich aufmerksam, aber du musst seine Loyalität gewinnen. Noch einmal. Ernsthaft? Ernsthaft? So funktioniert das? Das ist ja krass. Na gut, ey Leute, es war jetzt mitten in der Mission, aber es ist auch egal. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wie gesagt, wenn ihr weiterhin Tipps und Tricks habt, dann haut sie einfach raus. Wir hören uns, bis zum nächsten Mal und tschüss.